Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und auch von mir einen schönen guten Abend. Es ist ein umfangreiches Besuchsprogramm, das der ukrainische Präsident Selenskyj in diesen Tagen vor dem anstehenden NATO-Gipfel bestreitet. Mit einem klaren Ziel, dass die Ukraine eben nicht nur Waffen bekommt, sondern eines Tages auch militärischen Beistand, möglichst durch eine NATO-Mitgliedschaft. Überraschend klare Unterstützung dafür hat Selenskyj gestern schon in der Türkei bekommen. Und nicht nur das. Dort hat er auch mehrere Kämpfer abgeholt, die im vergangenen Jahr über Wochen das Azov-Stahlwerk in Mariupol verteidigt hatten. Sie waren durch einen Gefangenenaustausch zunächst in die Türkei gekommen, wo sie eigentlich bis zum Kriegsende bleiben sollten. Deshalb kam heute auch Protest dazu aus Russland. Doch in der Frage der NATO-Mitgliedschaft dürfte es keine vorzeitigen Ergebnisse für die Ukraine geben, auch wenn zumindest der direkte Draht zum NATO-Hauptquartier schon mal steht. Markus Preis. Der Krieg ist allgegenwärtig in ihrem Büro, nicht nur auf den Fotos. Natalia Galibarenko ist schon da, wo ihr Land noch hin will. Die 45-Jährige ist die Botschafterin der Ukraine bei der NATO. Auch wenn ihr Büro nicht im Hauptquartier liegt, sondern einmal quer über die Straße. Bindende Sicherheitszusagen für die Ukraine. Dafür arbeitet das Team hier schon jetzt, während der Krieg noch läuft. Während unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld kämpfen, müssen wir unseren Job hier im Hauptquartier machen. Ich könnte nicht einfach hier sitzen, warten und diesen Männern erklären, nein, es war noch nicht die richtige Zeit, um darüber zu sprechen. Ein NATO-Beitritt während des Krieges und damit ein Umzug von Galibarenko in diese Büros ist allerdings ausgeschlossen. Zumindest aber sollten dem Land Sicherheitszusagen gegeben werden, fordern Experten. Da bieten sich an bilaterale Zusagen, mehr Militärkooperation, mehr industrielle Kooperation, gemeinsame Übungen, Technologietransfer. Große Versprechen von höchster Stelle hat die Ukraine allerdings schon mal bekommen. Das hier sind die Unterschriften von Boris Jelzin und Bill Clinton unter dem berühmten Budapester Memorandum. Neben den USA und Russland zählt 1994 auch Großbritannien zu den Unterzeichnern. Als Gegenleistung für die Abgabe von sowjetischen Atomwaffen an Moskau versprechen die Länder, dass die Grenzen der Ukraine respektiert werden, dass die Unterzeichner nie Waffen gegen die Ukraine einsetzen und ihr helfen, wenn sie atomar bedroht wird. Doch diese Zusagen haben nicht verhindert, dass die Ukraine angegriffen wurde. Die Ukraine möchte eine verbindliche Zusage, dass der nächste Krieg vermieden werden kann und dass sie in Zukunft als souveräner, eigenständiger Staat weiter bestehen kann. Wie das gehen könnte? Ein Modell, das jetzt häufig genannt wird, ist Israel. Das Land hat eine feste Sicherheitspartnerschaft mit den USA. Diese sieht vor 3,3 Milliarden Dollar Militärhilfe pro Jahr und nochmal 500 Millionen Dollar jährlich eigens für die Raketenabwehr. Dazu gemeinsame Manöver und Waffenentwicklung. Was die Ukraine braucht, ist irgendwo zwischen den Sicherheitsgarantien, die man Israel gegeben hat, und dem, was eine NATO-Mitgliedschaft bedeutet. Natalia Galibarenko in Brüssel wünscht sich möglichst konkrete Zusagen. Auch dauerhafte Waffenlieferungen seien wichtig, damit die Ukraine nicht wieder um jede einzelne Hilfe bitten muss. Am Anfang haben alle gesagt, nein, Panzer. Schwere Artillerie, nein, vergesst es. Kampfjets, F-16. Leute, ihr träumt. Unsere Idee ist jetzt, alles, was wir bekommen, zusammenzufassen und zu Papier zu bringen. Und dann haben wir eine strukturierte Antwort, wissen gleich, was wir tun, falls es noch mal eine Aggression gibt. Dass diese Gefahr in der Ukraine immer besteht, hat die Botschafterin jeden Tag vor Augen. Diese Frau hier, sagt sie, wurde in Bachmut getötet. Markus Preis in Vilnius. Nur zum Spaß fahre er nicht zum NATO-Gipfel, so Präsident Selenskyj. Sprich, die Ukraine will verbindliche Zusagen für eine NATO-Mitgliedschaft. Wird sie beim NATO-Gipfel in Vilnius geben? Also Zusagen für eine Mitgliedschaft, für einen Zeitplan, da kann man, glaube ich, fest von ausgehen, dass das nicht passieren wird. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat auch im Vorfeld gesagt, es wird keine formelle Einladung ausgesprochen werden. Einfach, weil man sagt, dieses Land befindet sich im Krieg, das kann man nicht in die NATO aufnehmen.
und auch Modelle, die von einigen ins Spiel gebracht wurden, eben nur die nicht besetzten Teile, also nur Teile der Ukraine schon mal in die NATO aufzunehmen. Auch das wird nach allem, was ich weiß, überhaupt nicht ernsthaft diskutiert. Einfach, weil man sagt, wenn man das machen würde, dann wäre man eben ganz schnell doch in diesem Krieg drin. Oder wenn man in so einem Fall nicht agieren würde, dann wäre die ganze Glaubwürdigkeit der NATO in Gefahr. Was man jetzt versuchen wird, ist trotzdem die Ukraine näher an die NATO heranzuführen, heranzuziehen auch ein bisschen. Das macht man im Prinzip durch pragmatische Schritte, indem man zum Beispiel das ukrainische Militär stärker auch mit dem Westlichen verbindet, indem man gemeinsame Trainings macht. Also man praktisch sich stärker verbindet. Das politische Signal, was sich die Ukraine so stark wünscht, Artikel 5, den Beistand aller anderen NATO-Länder, das wird es nicht geben. Aber einen kleinen Schritt in die Richtung, man wird einen NATO-Ukraine-Rat einrichten, wo man regelmäßig sich miteinander trifft. Also das Land, die Ukraine, wird künftig deutlich näher bei der NATO sein als viele andere Staaten. Und als, wenn man so will, Trostpflaster ist ja auch von Sicherheitsgarantien die Rede. Wie könnte das genau aussehen? Ja, also Trostpflaster ist ein sehr zurückhaltendes Wort. Das ist, denke ich, für die Ukraine auch sehr wichtig, denn sie wird ja, wenn sie nicht in der NATO ist, immer den Wunsch haben, zumindest abschreckend Richtung Russland zu wirken, also stark zu sein. Und der Hintergedanke dabei ist eben, sowas Ähnliches zu machen, wie die USA mit Israel gemacht haben, nämlich indem man einfach sagt, wir beliefern dieses Land sehr verlässlich und sehr ausreichend mit Waffen, also so, dass dieses Land stark wirkt. Da wird jetzt in diesen Stunden auch morgen noch intensiv drüber debattiert, wie man das genau festhalten kann. Es wird wahrscheinlich so eine Art Rahmen geben, wo natürlich die USA eine wichtige Rolle spielen, aber auch Großbritannien, womöglich auch Deutschland, Frankreich oder die G7-Staaten insgesamt. Und das soll dann so ein Rahmen sein, wo man der Ukraine zum Beispiel bestimmte Waffensysteme für einen gewissen Zeitraum zusagt. Wir haben ja selber die ukrainische NATO-Botschafterin besucht und die hat gesagt, unser Ziel ist bei diesen Sicherheitszusagen, dass wir nicht sozusagen wieder von vorne anfangen müssen, dass wir um jedes Waffensystem bitten müssen, sondern dass das dann im Prinzip schon klar ist, was uns dann zur Verfügung steht. Einfach als eine Art Abschreckung jenseits von Artikel 5. Ein anderes Thema auf dem Gipfel wird ja auch die gewünschte NATO-Mitgliedschaft Schwedens sein, die die Türkei bislang blockiert. Gibt es eine Chance, dass sich das löst auf dem Gipfel in Vilnius? Auch da ist man intensiv dran, zumindest diese Chance auszuloten. Es gab heute Abend ein Telefonat von US-Präsident Biden mit dem türkischen Präsidenten nochmal, wo man die Vorbehalte diskutiert hat, wo es auch darum ging, ob die Türkei eventuell F-16-Kampfjets bekommen kann, die sie sich ja so sehr aus den USA wünscht. Und morgen wird es hier, bevor der Gipfel dann wirklich losgeht, auch nochmal ein Treffen geben von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, von Präsident Erdogan aus der Türkei und vom schwedischen Regierungschef. Also vielleicht gibt es noch eine Chance. Markus, vielen Dank für die Informationen nach Vilnius. Gerne. US-Finanzministerin Yellen sieht die Beziehungen der USA zu China auf einer stabilen Grundlage, trotz erheblicher Meinungsverschiedenheiten. Yellen betonte zum Abschluss ihrer Reise, China und die USA hätten eine Verpflichtung, ihre Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten. Die Welt sei groß genug, dass beide Länder florieren könnten. Vertreter der EU und Neuseelands haben in Brüssel ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Es soll den bilateralen Handel um bis zu 30% steigern und europäische Investitionen in Neuseeland erleichtern. Die EU ist bereits jetzt der drittgrößte Handelspartner des Landes. Von dort kommen vor allem Wein, Obst und Fleisch nach Europa. Nach heftigen Regenfällen sind in Indien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Der starke Monsun brachte Häuser zum Einsturz. Es kam zu Stromausfällen, Straßen wurden überflutet, Menschen von den Wassermassen mitgerissen. In der Hauptstadt Neu-Delhi fiel so viel Regen an einem Tag wie seit 40 Jahren nicht mehr. Auch für die nächsten Tage rechnet der indische Wetterdienst mit starken Niederschlägen. In Kassel, Berlin und an Rhein und Ruhr sind heute die Finals zu Ende gegangen. 159 deutsche Meistertitel wurden in insgesamt 18 Sportarten vergeben, darunter Schwimmen, Turnen, Breakdance oder Leichtathletik. Im 200-Meter-Sprint stellte Joshua Hartmann mit 20,2 Sekunden einen neuen deutschen Rekord auf und gewann den Titel. Erste in der jungen Trendsportart Speedklettern wurde Franziska Ritter. Sie schaffte es in 7,5 Sekunden 15 Meter senkrecht in die Höhe.
Schweißtreibend. Aber was war das für ein geradezu tropisches Wochenende auch in den meisten Teilen Deutschlands? Heute mit einem vorläufigen Temperaturrekord für dieses Jahr. Sonne und Hitze satt also und nicht nur die hier konnten dem Wetter etwas abgewinnen. Doch was, wenn Temperaturen weit über 30 Grad nicht mehr nur willkommene Freizeitausnahme sind, sondern in Zeiten des Klimawandels zur Regel werden? Wenn dann vor allem in versiegelten Städten die Hitze vielen Menschen gesundheitliche Probleme bereitet, teils erhebliche. Wie werden wir künftig damit umgehen müssen? Benedikt Schäper. Heiß, heißer, Hitze in Deutschland. 38 Grad in Teilen von Hessen, 34 selbst im Norden. Hier in Hamburg fahren Ehrenamtliche wie Christina Pillard-Pries mit einem Hitzebus durch die aufgeheizte Hansestadt. Versorgen vor allem Menschen ohne Dach über dem Kopf mit dem Nötigsten. Hallo, magst du ein Wasser? Kannst du auch Sonnencreme gebrauchen? Das Team klärt auch auf über Risiken hoher Temperaturen, vom Hitzschlag bis zum Herzinfarkt. Um dem entgegenzuwirken, verteilen wir Wasser, denn wir möchten nicht, dass die Menschen dehydrieren. Wir machen uns jedes Jahr große Sorgen, wenn es so heiß ist wie heute, mehr als 30 Grad, dass die Leute genügend trinken. Ein Grund für das private Engagement? Unzureichender Hitzeschutz durch Stadt und Staat. Vereinzelte Trinkbrunnen, buchstäblich Tropfen auf den heißen Stein. Deutschland ist schlecht auf Hitzewellen vorbereitet, weil sie in den Kommunen und auch Ländern nur in wenigen Ausnahmen überhaupt Hitzeaktionspläne entwickelt und umgesetzt haben. Und in den Fällen, wo sie es gemacht haben, war oft der Gesundheitssektor nicht beteiligt. Der Experte für gesundheitlichen Hitzeschutz fordert, dass sich alle Krankenhäuser und Pflegeheime schnellstmöglich besser aufstellen für künftig noch heißere und längere Hitzewellen. Ein weiteres Problem? Mangelndes Bewusstsein der Bevölkerung für Hitzerisiken. Genau das wird am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg gemeinsam mit weiteren Einrichtungen erforscht. Paricher, Shams Rizi alarmieren die bisherigen Erkenntnisse bundesweiter Befragungen. Zwar wüssten viele Deutsche grundsätzlich um die Gefahren hoher Temperaturen. Aber die eigene Wahrnehmung des Risikos durch Hitze, das ist noch nicht ausreichend. Ungefähr 50% der Befragten sind sich dieses Risikos auf sich selbst bezogen nicht bewusst. Und wenn wir uns die Risikogruppen angucken, Ältere oder chronisch Kranke, dann sehen wir, dass dort nur ungefähr ein Drittel bewusst ist, dass sie dieser Risikogruppe zugehörig sind. Die Folge? Viele Risikogruppen würden ihr Verhalten nicht den Extremtemperaturen anpassen, wie etwa auch Sportler. Passgenaue Warnungen fordern Hitzeforscher, aber auch klimabewusste Stadtplanung und eine gesetzliche Pflicht für Bund, Länder und Kommunen, wirksame Hitzeaktionspläne aufzustellen, die etwa kühle Orte ausweisen. Denn es kann eben sein, dass wir in den nächsten Jahren mal eine Hitzewelle bekommen, die deutlich stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. In so einem Falle könnten wir auch über 20.000 hitzebedingte Todesfälle haben. Dass Hitzewellen weiter zunehmen könnten, bereitet auch dem Team vom Hitzebus Kopfzerbrechen. Das ist jetzt schon schlimm genug und wir wünschen uns sehr, dass die Stadt mehr Verantwortung übernehmen wird. Bis dahin werden die Ehrenamtlichen noch häufig im Einsatz sein. Und die besonders heißen Hundstage ab Ende Juli kommen erst noch. Ja, klingt ein bisschen wie eine Drohung. Claudia, was kommt denn jetzt zum Wochenstart auf uns zu? Ja, es wird jetzt erstmal ein bisschen weniger heiß sein. Morgen von kühler kann keine Rede sein. Dienstag nochmal Temperaturen 38, 39 Grad im Südwesten. Und dann ab Mitte der Woche kann man mal wirklich durchatmen. Dann gehen die Temperaturen so auf um die 25 Grad oder knapp darüber runter. Heute Waghäusel-Kirlach 38 Grad, Dachwig 37, Osnabrück 35, Rostock 31. Morgen nicht mehr ganz so heiß. Was heißt so 3, 4 Grad weniger? Waghäusel-Kirlach in Baden-Württemberg 32. 30 Grad, Dachwig 29, Rostock da schon eine angenehme Frische mit 22 Grad. Und diese Hitze, die brachte halt dann heute im Laufe des Tages auch zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter. Wir hatten Borkum zum Beispiel mit einer Orkanböe. Jetzt im Moment regnet es noch oder gibt es noch Schauer und Gewitter, so von Kassel rauf bis nach Hamburg und Kiel. Die werden sich auf dem Weg weiter nach Osten aber weiter abschwächen. In der Nacht dementsprechend noch einzelne Schauer und Gewitter. Die kann es dann eben auch in Baden-Württemberg geben in der Nacht und morgen. An
Ansonsten ziehen die kräftigsten nach Nordosten. Morgen lockert es auf, die Sonne ist wieder häufiger dabei. Aber die Temperaturen, die Gewitter hängen zusammen mit einer Kaltfront. Dementsprechend ist es dahinter nicht mehr ganz so warm. Temperaturen in der Nacht, meist zwischen 16 und 22 Grad, 23 Grad in der Mitte. Morgen wieder Höchsttemperaturen im Norden, 22 bis 25. Sonst Richtung Lausitz und auch Südwesten um die 32, 33 Grad. Dienstag sonnig, sehr heiß, dann heftige Schauer und Gewitter aus Südwesten. Am Mittwoch langsam, aber sicher Wetterberuhigung, nicht mehr ganz so warm. Claudia, vielen Dank für diese sommerlichen Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin, Titel Thesen Temperamente. Und die nächsten Nachrichten, die gibt es dann von der Tagesschau gegen 1.05 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.